Mach das bitte nicht, dass ihr jetzt alle wettet, dass ich nicht antworte. Bitte nicht. Muknu Muknu, schreibt er, mag mich. Ich glaube, er mag mich. Ja. Kannst du mal meinen Namen in deiner Folge sagen? Welche das wäre nett? Ich heiße Yunus. Hallo Yunus. Fettion oder Fettion würde ich es nennen, aber ich weiß nicht, Fettion, Fettion, keine Ahnung. Schreibt Yama, ich bin, nein, ohne Yama. Ich bin ein großer Fan von dir, Yama. Und offensichtlich haben mich mehrere über ein Jahr aus dem Blickfeld verloren und dann wieder angefangen, mich zu schauen. Das finde ich gut. Also ich hatte, eigentlich war ich jetzt nicht wirklich weg. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich weg war, aber aha. Willkommen zurück. Könnt auch ruhig bleiben. Seid ja lieb und so. Hm? Kein Pfeil, und dann bewegen wir uns mal weiter hier hoch. Haben wir jetzt mal wieder so einen Wachturm. Huch, Fahne. Weg bauen, hier runter zu. Ich glaube, man kann hier keinen Weg bauen. Das ist natürlich schlecht. Ja, das ist schlecht. Ich glaube, ich werde hier oben erstmal einen Holzfäller hinmachen müssen. So, hier hin. Und dann müssen wir hier mal ein bisschen. Es gibt andere, die heißen Yama. Ja, das soll es geben. Claro XD loves Caro schreibt, schaut euch das Video mal mit deutschen Untertiteln an. Nein, schaut euch die Videos nicht mit deutschen Untertiteln an. Die sind automatisch generiert und da steht grober Blödsinn. Lukas Mika keine Ahnung, Minecraft schreibt, redet ihr über TS oder Skype? Und Simon Rosenberger hat richtig geantwortet über Teamspeak. Über Skype, das lässt sich da nicht schön machen mit. Außerdem ist Teamspeak, hat meiner Meinung nach eine bessere Audioqualität. Allein schon, weil in Skype ist dieses künstliche Rauschen, die haben so ein Rauschen eingebaut, damit das für nicht so sich anhört, wie als wäre man weg irgendwie. Oder damit man mithören kann, wenn der Anruf abschmiert. Und so, naja. Unter der Form, in der du die Blöcke gießen kannst, kannst du auch einen Trichter setzen, der an der Kiste zeigt, der an eine Kiste zeigt. Dann werden die Blöcke selbstständig rausgezogen. Oh, guter Tipp. Danke, lieber Thomas Eberle. Zeus war der Vater und der Herr der Gewitter bei den Griechen. Thor war der Germane. Ups, dann habe ich das mit Jupiter verwechselt. Ups. Im Himmel gibt es ja auch ausgestorbene Tiere, zum Beispiel Moas. Gibt es da anstelle von normalen Wölfen dann Beutel, den Beutelwolf oder andere ausgestorbene Tiere? Nee, nicht wirklich, aber ich wusste gar nicht, dass es Moas in echt gegeben hat. Also, wusste ich nicht, nö. Aber Wölfe habe ich dort oben noch nicht wirklich gesehen, da gibt es nicht mehr. Also alles, was dort wirklich gibt, haben wir schon praktisch gesehen, außer halt diese, außer halt die anderen von diesen Teilen da, na. Diese gefährlichen, wo ich mal alleine drin war. Dungeons. Naja. Henry ABCDRGH schreibt, ich habe dich früher absolut immer, also in Caps absolut immer, geschaut, als ich noch keinen Kanal hatte und habe mich immer unglaublich aufgeregt, dass ich dich nicht abonnieren konnte. Das ist eigentlich so wichtig. Es kam dazu, dass ich mir 2 Jahre später einen erstellte und dich total vergaß. Na, danke. Wobei ich immer in der Schule von dir erzählt habe. Und jetzt fiel es mir wieder ein und zack, hat es ein Abo. Dankeschön.
Sag mal, warum habt ihr mich denn eigentlich alle aus dem Blick verloren? Bin ich jetzt unscheinbar geworden? Ich meine, ich weiß nicht, wie kommt's denn? Ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, aufregender bin oder war. Machst du auch Pocket Minecraft Pocket Edition Videos? Fragt Ranschu. Nee, ich habe zwar mir die Pocket Edition gekauft, aber das, die Steuerung ist eine Qual, das geht nicht. Das tut mir leid. Nein, das tut mir leid, das geht nicht. Aber gute Frage. Pisten aus Survival fragt Karl-Heinz Bruch, ob ich mal ein Vogelhaus bauen kann. Und das ist sogar so eine gute Idee, dass ich mir das tatsächlich mal aufschreibe. Man könnte ja Fledermäuse drin wohnen lassen oder so, weil Vögel gibt es ja in Minecraft nicht. Aber ein Vogelhaus ist eigentlich eine gute Idee. Habe ich auch mal sowas wie ein Stift hier. Schreibt diese Rosa eine. Der ist offen, der schreibt mit Sicherheit nicht mehr. Stift ist nämlich ein nicht angespitzten Bleistift, mit Buntstiften, ich hoffe, dass er schreibt. Pistenhaus Survival. Vogelhaus von Karl Heinz Bruch. Ich habe da jetzt einige Folgen im Voraus aufgenommen, weil ich eben nicht da bin. Aber das ist eine sehr gute Idee. Vielen Dank. Unter das Video Männer WG 11, warum auch immer, die alte Männer WG, die paar Folgen, die ich da mitgemacht habe, heute, also ziemlich allesamt, die meisten geschauten Videos von mir sind, das kann ich mir irgendwie nicht ganz erklären, aber habe ich es nicht dagegen. Fragt MG42 Let's Play, Moyama, welches Texturenpack benutzt du? Ich weiß nicht, ob die damals nicht schon Ressourcenpack hießen, hä? Jedenfalls, in dem Fall ist das Redcraft. Das, also R3D. Craft wird es geschrieben. Und davon das Default Default irgendwas Pack. Es ist ins Wasser. Kira Kiri fragt, es ist ins Wasser gefallen, damit du stirbst. Es ist Java-feindlich gewesen. No. Komme ich jetzt wieder oben an oder wiederholen sich da einfach nur viele Kommentare? Wer weiß. Aqua P. Color Lorenz sagt, haha, prima Jetpack. Wäre jetzt auch dafür, dass er nur noch damit fliegt. Ja, das machen wir ja eigentlich auch. Wie würden wir sonst fliegen? Außer runter, das geht eigentlich auch ohne. Aber das tut meistens etwas weh. Mir ist übrigens auch gefallen, ich benutze in MeduyaCraft ja auch dieses Redcraft, ist das, glaube ich. Also ich denke, dass es Redcraft ist, dieses Texturenpaket, oder eben irgendein ähnliches nachgemachtes, aber an sich sieht es fast genauso aus. Und es laggt ja nicht mal sehr. Allerdings sieht halt ein bisschen blöd aus, weil dann eben von den Mods die ganzen nicht da sind. Allerdings, wenn natürlich jetzt einer sich denkt, ich habe wirklich jetzt in meinem nichts Besseres und so vor, und wenn ich jetzt, ohne dass ich jetzt Leute dazu anstifte, mich zur Freizeit für mich zu opfern, aber wenn ihr Lust hättet für manche Sachen, die da eben, die ihr da merkt, sind da noch nicht und kommen relativ häufig vor, und ihr könnt sowas als Ressourcenpaket umgestalten, und ihr wollt das machen, nur zu, ich werde es dann völlig bestimmt auch nehmen, wenn es jetzt nicht irgendwie arg anstößig oder so ist, werde ich das bestimmt nehmen, ich würde mich so riesig darüber freuen. Wäre bestimmt auch nicht so ein Problem, das dann einzubauen, also. Dürfte mir sehr gerne machen, den Gefallen. Ist jetzt aber auch kein Aufruf und so. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber das wäre doch super. Das könnte man dann auch mit als anfügen. Wenn man das wollt. Nicht, dann halt nicht. Oh, Luisas Welt sagt, schrieb vor 2 Wochen. Ich hatte gestern, also am 6.9. Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Es tut mir leid, das habe ich nicht gelesen. Ich lese zwar fast jeden, aber. So. Können wir das mal so gucken.
Mach mal Bed Wars Videos, fragt Florian Stagel. Nee, ich mag PvP wirklich nicht. Ich mag das wirklich nicht und ich kann immer noch keine Straße bauen. Mach mal hinne, Holzfäller, du. Gucken wir mal hier unten, ob da alles in Ordnung ist. Haben die zum Beispiel noch sowas Ähnliches wie zu essen? Ja. Weiß nicht mal, ob die so genau, ob die Tatsache Essen brauchen. Ja, bau mal hier die beiden ab oder den hier vielleicht nur. Das würde vielleicht schon reichen. Chantal P. sagt, wette doch mal mit Metus, dass er sich nicht traut, Redstone in Lava zu werfen, aber wenn doch, bekommt er mehr Redstone. Das ist zwar eine Idee, aber wird sich einfach nicht drauf einlassen und mir wahrscheinlich einfach das Redstone irgendwie abklöpfen. Ich glaube, das lässt sich auf die Weise nicht wirklich regeln. Zumal ich ja selbst nicht wüsste, was ich mit so viel Redstone möchte. Viele haben auch, also einige fragen in letzter Zeit, ob ich denn mal das Pistenhaus komplett zeigen könnte. Das werde ich vielleicht irgendwann mal Tatsache machen. Das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Aber da muss ich vorher mal warten, bis ich da überhaupt alles wiederfinde, weil das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Aber das kann ich mir Tatsache mal vornehmen. Das würde vielleicht sogar Sinn machen. Und warum wurde ich jetzt hier eingeschränkt in meinem Wachstum? Was fällt dir ein? Ey, meine Baustelle. Zu nah an anderen Militärgebäuden. Machen wir hier eine Wachstube. Halt, keine Wachstube. Ich hätte gern einen Wachturm. Ha. Hier noch eine Fahne hin und dann dauert das jetzt wieder eine Weile. Ich mag die Musik. Es tut mir leid, wenn ich jetzt nicht viel mache, aber hier passiert irgendwie auch nicht viel. Deswegen lese ich ja Kommentare. Das kann vielleicht doch ganz sinnvoll sein. Ich muss ja jetzt eh erstmal warten, bis das hier gebaut ist und so weiter. Chicken Invaders 3 Part 8 vor 2 Wochen. Wann kommt Part 9? Werde ich mal antworten. 9 und 10, ich werde es wahrscheinlich die zwei Folgen zusammenschneiden, das werdet ihr ja dann sehen, kommen nächste Woche. Mach doch gleich einen Ententanz. So, das sieht keiner. Also, vielleicht tanze ich ja immer und, keine Ahnung, hab 5 Ohren auf meiner Stirn. Kann ja sein, ne? Ihr könnt es ja schlecht wissen, ne? Obwohl, es ist ja doch vielleicht ein kleines bisschen unwahrscheinlich, ne? ja. Ah, und da kommen schon die ersten Steine hier für das hier ran. Können natürlich auch mal wieder so ein. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, dass hier, wie das da auswählt, wenn ich jetzt auf 9 drücke, zu wem ich da komme. Aber vielleicht sollte ich davor das hier ausmachen. So, und keine Ahnung, wo wuselt es denn mal ein bisschen? Dass man da vielleicht aber was so sieht. Hier nehmen wir mal hier. F9. Guck mal, wo. Ja, jetzt landen wir natürlich sonst wo. Und jetzt sind wir hier der Holzverlauf. Ja, ist das ein gruseliges Kaninchen. Schauen wir dir mal ein bisschen zu. Musst du noch in die Schule gehen? Ja, ich gehe in die 12. Klasse. Und ich habe offensichtlich aus Versehen zweimal eine 68. Folge Pistas. Soweit will. Ups.